Weiter geht's mit God of War. Und wir sind immer noch in Vanaheim unterwegs, sind fleißig dabei, den Krater zu erforschen. Wir kommen sehr gut voran. Wir haben schon einen großen Teil des Tals mit Wasser versorgt, nachdem wir den Stamm released hatten, das Wasser released hatten am Stausee, den Odin damals hat bauen lassen. Und jetzt erforschen wir auf neue Weise das Tal, was frisch bewässert wurde. Wie gesagt, damit haben sich einige neue Wege geöffnet. Und wir haben hier in einer Du hinteren hast da etwas Ecke verloren. Was würdest du da ohne unseren mich guten Schmiedefreund Brock tun? gefunden. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, Danke fürs dass wir ihn hier Einsammeln. gefunden haben. Ich habe mir die Freiheit genommen, schon mal off-cam ein bisschen mein Equipment zu verstärken. Keine Sorge, ihr habt nichts Wichtiges verpasst. Ich habe einfach ein paar Waffenknäufe und ein bisschen unsere Asche, Scheiterhaufenrüstung ein bisschen aufgelevelt, weil da gab es überall neue Möglichkeiten. Ich hatte in einer der letzten Folgen 1000 Einheiten von einer Ressource, die sich göttliche Asche nennt, gefunden. Und die konnte ich tatsächlich benutzen, um meine Panzerhandschuhe aufzuwerten. Das alles hat dazu geführt, dass wir jetzt Stufe 6,5 sind, also Charakterstufe 6,5. Wir sind also auf einem guten Weg, Stufe 7 zu werden. Und wenn wir Stufe 7 sind, wären dann die Muspelheim-Abschlussprüfungen nochmal auf jeden Fall eine Reise wert. Bis es soweit ist, werden wir uns weiter verstärken, werden den Krater ein bisschen erforschen. Und ich habe mir gedacht, ich komme jetzt hier in die Folge rein mit euch, um mit euch das Gespräch mit Brock nicht zu verpassen. Das sollt ihr auf keinen Fall verpassen, weil das ist ja ein Stück Story-Schnipsel. Den sollt ihr natürlich sehen. Viel Spaß. Liebe! Wie bitte? Das Rätsel! Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Liebe! Was für abartige Beziehungen hast du denn bisher geführt, Mimir? Das ergibt null Sinn! Ich stimme zu. Also bitte! Von euch zwei Stoffeln lasse ich mir ganz sicher nichts über Romantik erzählen. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Aber Liebe war doch ein guter Pick. Wenn ich mich so recht überlege, war das nicht schlecht. Mimir denkt seit etlichen Folgen darüber nach. Brock hat ihm ein hartes Rätsel verpasst. Wahrscheinlich weiß Brock selbst nicht mal die Antwort darauf. Weil das ist auch so ein Klassiker. Man tut dann so, als hätte man Mords das Rätsel aufgefahren und hat in Wahrheit selbst gar keine Antwort auf die Frage, die gestellt wurde. Das ist. Aber so schätze ich Brock eigentlich nicht ein. Brock ist eine grundehrliche Haut. Also bei dem weißt du immer zu 100%, woran du bist. Das ist halt das Schöne an dem Mann. So. Hier ist eine weitere Himmelsschrein. Die heißen übrigens Himmelsschreine hier. Diese Schüsseln, mit denen wir den Tag-Nacht-Wechsel durchführen können. Ah ja, hier, wartet mal. Mir fällt gerade was ein. Es gab hier vorne einen Schatzkobold, den man natürlich immer nur aus dem Hinterhalt töten kann. Ganz schön fies, wenn ihr mich fragt. Da ist er. Das ist dein letztes Schnittlein. Viel Spaß. So, jetzt muss ich wieder hindackeln und mir das Zeug holen. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Geht aber nicht anders. Hier ist auf der Map auch in 100 Metern Entfernung noch ein Fragezeichen-Symbol, das ich mir markiert habe, damit wir es besser wiederfinden. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Barren, Legierung. Sehr gut. Ich glaube, da war auch Rage dabei, die wir aber. Ja, nicht ganz voll haben, war keine Verschwendung. So, das Sieh Fragezeichen mal führt an, mich. wenn das nicht Kratos und sein ungehofftes Hündchen sind. Hey, Block. Arsch, das ungerupfte Hühnchen. Meint er Mimir oder meint er Atreus? Ah, wieder ein Kristall. Ja. Behalt ihn am besten, bis wir wissen, wozu er gut ist. Naja, guter Tipp, Mimir, guter Tipp. Warte mal, da oben die Steintafel haben wir noch nicht gelesen, ne? Doch, ich bin schon mal hier gewesen. Ja. So, das Fragezeichen. Nee, nee, es will mich hier lang leiten. Der Kompass ist schon gar nicht so schlecht, wenn man ihn einzusetzen weiß. Ich soll mit dem Boot fahren, okay? Ich meine, auf dem Wasser auch irgendwo noch einen Tautropfen gesehen zu Mimir, haben. kanntest du Garm? Warum lag er überhaupt in Ketten? Ah, Hils wilder Wächter. Ob du es glaubst oder nicht, Midgard war mal größer. Bis Garm, damals noch ein Welpe,
Hunger bekam. Er fraß Midgard? Nur ein paar Bergketten. Und die fünfte Jahreszeit, die zwischen Winter und Frühling liegt. Und das Wort für das Gefühl, wenn man so hungrig ist, dass man keinen Hunger mehr hat. Du veräppelst mich. Ich? Niemals. Hat Mimir gerade einen Gag gemacht? Von euch zwei Stoffeln lasse ich mir doch nichts über Romantik erzählen. Das war richtig geil. Das war richtig cool. Wow, Hacksilber ohne Ende, Leute. Ja, die Investitionen werden jetzt auch teurer. Oh nein. War ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet, auf den Encounter hier. Rums! Stirb! Shit. Ist richtig hart. Ja. Geht. Müssen sie irgendwie bannen. Die ist zu schnell. Oh, shit. Oh. Wow, shit. Jetzt hat sie mich. Wow. Hertha. Ich versuche mich zu erinnern, welcher Gott sie so aufgeregt hat. Das ist völlig egal. Meinst du? Wenn ihr nur ihre Wut bleibt, sind ihre Gründe unwichtig. Die haben wir gerade so First Try erledigt. Die wird immer stärker und stärker. Hertha, okay. Namenhafte Kriegerin. Mal gucken, ob wir die noch besser kennenlernen und ihre Beweggründe, was sie so wütend macht. Spannend. Das war das Fragezeichen-Symbol und ein Überbleibsel von der Chaosflamme. 6 Stück davon verbessern dann unsere Chaos-Klingen. Sehr gut. Okay, das Mysterium und das Fragezeichen ist aufgedeckt. Was haben wir denn jetzt noch hier im Krater zu erledigen? Nebenquests und Gefallen haben wir tatsächlich, ja, den Krug, genau. Wir werden wahrscheinlich die restlichen Teile die andere Hälfte, besser gesagt, des Krugs finden, wenn wir die Karte weiter aufdecken. Und es gibt hier noch eine Region, die wir nicht kennen, nämlich hier das rechte Eck hier unten. Und da gehen wir mal hin. Das hier machen wir auf den Kompass und lassen uns da hinführen. Da ist es. Da gibt es außerdem einen Berserkerstein, vor dem ich mich jetzt schon sehr fürchte. Wie wurde Garm eigentlich eingefangen? Egal. Das war Tyrs Werk. Er lockte die Bestie an einen sicheren Ort und lenkte sie ab, indem er sie an seinen Arm kauen ließ. Als die Ketten saßen und das Tor nach Helheim geöffnet war, biss Garm Tyrs Arm aus Rache ganz ab. Aber Tyr fehlt gar kein Arm. Tja, er wuchs irgendwann nach. Er ist schließlich ein sehr findiger Gott. Ah. Tyr war mal einarmig. Okay, deswegen mochte Tyr Garm auch überhaupt nicht, als Atreus davon erzählt hat, was er getan hat, damals, vor einigen Folgen. Da gab es ja eine mächtige Standpauke von unserer Heldentruppe für Atreus. Zu Recht. Aber wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist mit Garm. Hier kann ich nicht anlegen, warum auch immer. Ich würde jetzt wirklich auch gerne mal einen Abstecher zurück nach Midgard machen, nach Hause. Denn unser Wolf Fenrir, der ja jetzt in Gestalt von Garm unterwegs ist, wurde ja von Kratos nach Hause geschickt.
Das heißt, er wird dort irgendwo sitzen und auf uns warten. Können wir mal besuchen gehen. Ach, hier ist doch noch was, weißt du? Ich sehe das immer so schlecht. Was natürlich völlige Absicht von dem Spiel ist. Mimir, ich beschäftige da was. Odin erzählte mir Geschichten. Zum Beispiel, wie er sein Auge verlor. Dich etwas von deinen unterscheiden. Ich vertraue natürlich dir, aber ich weiß nicht, warum er bei solchen Kleinigkeiten lügen sollte. Du musst eins über Lügner wissen, Junge. Sie lügen. Sie lügen aus Prinzip. Nichts ist zu groß oder zu klein. Sie lügen bei allen Dingen, ob sie damit durchkommen oder nicht. Nur um ihre Macht über die Realität zu demonstrieren. Das musst du immer im Kopf behalten. Das machen Lügner, da hat er vollkommen recht, ja. So. Den Stein wollte ich noch haben, jetzt geht's ab Richtung Berserker-Stein. Vielleicht ist der auch überraschend leicht. Ich glaube nicht wirklich dran, dass er überraschend leicht ist. Warum ge... Wirklich? Extra drauf geachtet? Alles sehr gut. Nicht viel, aber sehr gut. Schönes Ding. Wir müssen wirklich hier lang? Ja. Es bringt auch gar nichts, diese Marker zu ignorieren. Wenn man wirklich dahin will, wo man markiert hat, sollte man wirklich genau den Richtungswechseln folgen von den Dingern. Sonst verläuft man sich nur wieder. Wenn man das macht, sind die wirklich sehr nützlich. Auch wenn es einem irritierend vorkommen mag. Hier sind wir noch gar nicht gewesen. Ja genau, klar. Wollen wir ja auch hin. Geheimregion. Die Senken. Oh ja, hier geht's in ein Tal hinab. Und direkt in den gefährlichen... Warte mal, die kann man doch zerstören, oder? Genau, die kann man zerstören. Die anderen werden von einer Mutterwurzel gespeist. Interessant. Ja, wir werden wohl in einer der nächsten Folgen den Krater auch hinter uns lassen, ne? Sobald wir hier fertig sind. Das Wichtigste ist, die Nebenquest hier noch abzuschließen und den Berserkerstein mal bei den Göttern. Was anzuschauen. Beben. Aus der Erde? Oder etwas anderes? Ein Beben? Vom Beben in Vanaheim habe ich nie gehört. Das muss eine Ursache haben. Ja, ich vermute. Bebende Mulde. Es nimmt kein Ende mit den Nebenaktivitäten, ne? Ich hoffe, ihr findet es spannend, diese ganzen Gefallen zu sehen. Und wollt nicht nur die Hauptquest sehen, weil ich mache meine Let's Plays nun mal einigermaßen vollständig. Und hoffe, das ist okay für euch. Ja, ja, ich habe mir's gedacht. Das ist eine Kreatur. Es war gar nicht so, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. My Lady. Das wird so nix. Dieser Talisman schützt die und heilt die auch. Die müssen hierher kommen. Ne, andere Idee. Wir müssen die. Wir müssen den Talisman ausschalten und dann mit anderen Waffen kämpfen. Dann sollte. Ich treffe das Ding nicht. So, jetzt mit den Chaosblinken kämpfen. Ja.
Ja, genau, auf einmal wechselt das Geschoss noch die Richtung. Was ist das für ein Käse? Ich treffe sie nicht. Den treffe ich wenigstens. Ja, diese Giftattacken sind sowas von Rotz. Hier läuft gerade gar nichts, wie es soll, wie ihr vielleicht merkt. Okay. Die Giftgeschosse wechseln ihre Richtung, je nachdem, wo ich gerade stehe. Guck. Ich muss sie einfach blocken. Dann geht's. So, Lady. Nö. Stirb. Schon heilt sie sich wieder. Das gibt's doch nicht. Komm da raus. Kommt natürlich nicht da raus, ne? Komm her, du lächerliche Frau. Was eine ätzende Stelle. Pfeile sollten sie ausbremsen. Und sie heilt sich schon wieder. Das gibt's nicht, Leute. Genau die Ecke da hinten. Atreus, komm her. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Jetzt können wir nicht mal die Arena verlassen, doch. Ja, wenn du willst, mach was du willst. Kein Bock. Ciao. Was soll ich sonst machen? Ich kann nicht zwei Totems so lange blockieren, dass ich die Dame besiegen kann, weil die so viel Leben hat. Es funktioniert nicht. Sie will noch mehr. Aha, okay. So, wir gehen das Ganze mal kontrolliert an jetzt hier. Ja, gut. Sehr, sehr stark. Voll in die Falle getappt. Ah, sie ist weg. Alter. Ein taktischer Rückzug. Klug. Ich glaube, ich weiß, wer diese Jägerin ist. Die Asen nannten sie die ungezähmte Wut. Wie kommt's? Geflohene Waren, Familien, haben sich in diesem Urwald vor den Asen versteckt. Die Einherja suchten, aber gefunden hat sie die ungezähmte Wut. Nacht für Nacht hat sie sie dezimiert, bis alle tot waren. Okay. Sie waren im falschen Urwald und ihr Rückzug ist strategisch. Mhm. Wahrscheinlich will sie uns in ihre Domäne locken. Ein fieser Gegner jagt den nächsten. Nochmal zurück zu diesen Zedere-Hexen. Ja, wie soll ich die bitte bekämpfen, wenn sie sich so schnell heilen können, dass sie, nee, wenn sie so viel Leben haben, besser gesagt, dass sie die blockierten Totems überstehen können und sich dann wieder heilen können. Das hat für mich wenig Sinn ergeben, mich mit ihr zu messen. Ich gehe natürlich gleich wieder dahin, Leute, aber ich habe jetzt erstmal in dem Moment genug davon gehabt, von dem Käse, den die da gemacht hat. Und hab mir gedacht, wir gucken uns erstmal was anderes an. Die hier müssen wir zündeln. Gut, dann ging es hier irgendwo hoch. Hier. Hm.
eine schnelle Nornentruhe aufmachen. Sollte funktionieren. Da unten sind wir zu weit weg von dem. Punkt. Von hier aus vielleicht. Nee, ich bin überall zu weit weg. Wir müssen doch über die Felswand hier gehen. Das sollte klappen. Ja. Locker sogar. Wie weit geht das? Bis hier. Dann machen wir hier die Markierung. Dann hier. Die stärken wir. Die auch. Ja, sollte gehen. Ach. Shit. Das reicht nicht, ne? Nee. Ärgert mich. Warum geht das nicht? Wie weit komme ich? Bis hier. Dann machen wir so stark, wie es geht. Nee, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. So, jetzt reicht's. Aber wie? Das ist zu weit weg. Ausprobieren. Das ist zu weit weg. Ich sag's euch. Die drehen sich nicht schnell genug. Ah, die lösen sich auch auf, ne? Seit wann lösen sich diese Runen denn auf? Das habe ich noch nie gehabt. Schon immer, ne? Schreibt ihr jetzt in die Kommentare. Die lösen sich schon immer auf. Du warst einfach immer zu schnell. Euka! So, das ist jetzt aber hier, genau, man sieht's im Einflussgebiet. Ich komme bis hier. Müssen wir einfach hier genau in die Mitte. Jetzt gib ihn. Das gibt's doch nicht. Nee, Leute, kein Bock. Ich will jetzt hier nicht eine ganze Folge nur diese blöde Fackel anzünden. Saltiness. Ja, ist so. Ich bin salty gerade, weil mich alles nervt hier. Das ist doch alles Käse. Komm hier nicht weiter. Ich lasse jetzt die Truhe da stehen. Die Truhe da stehen. Ich komm nicht. Krieg sie nicht gebacken, sorry. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Hier sind wir runtergekommen. Ja, die senken. Guck mal da. Ein Erfolg, Leute. Wo ist mein Speer? Da. Wir kriegen Loot. Yay. Bin gerade voll genervt. Ach Gott. Aber das muss gehen. Es muss doch gehen. Dafür ist es doch da. Guck mal, wenn die Fackel leuchtet, dann kann doch meine Klinge es anzünden. Toll. Das ist einfach jenseits von allem. Das ist einfach für alles zu weit weg, dieses Symbol. Das gibt es nicht, Leute. Ja, genau. Schießt durch den Felsen. Bringt mir ja nichts. Es gibt ja keinen Zündeleffekt. So, wir kloppen uns nochmal mit der Seder-Hexe, die wahrscheinlich jetzt komplett ihre ganze Verstärkung wieder dabei hat. Auf geht's, viel Spaß. Freilich, die komplette Riege ist wieder da.
Ja, ich bin gerade nicht so konzentriert, wie man vielleicht merkt. Wie sie einfach in ihrer scheiß Bude da rumhängt und die ganze Zeit sich heilen lässt. Feinde und ein Angriff. Du weißt, wie es läuft. Ja, aber nicht, wenn sie sich die ganze Zeit heilt. Guck, die kommt da auch keinen Meter raus. Na, ich probier's jetzt halt mal. Atreus schießt leider auch nicht auf die Totems. Jetzt schießt er auf die Totems. So, volle Pulle. Oh. Mann. Wie komme ich nicht raus? Okay. Aber die Tuse ist jetzt wenigstens weg. Das hat mich ungewöhnlich viel Nerven gekostet. Aber schon geht's mir besser, dass ich diese Hürde geschafft habe. Das ist was anderes als so ein hochdekorierter Bosskampf, den man nicht sofort schaffen soll, ja, als so einen blöden kleinen Mini-Encounter hier. Da ist noch eine Steintafel, der einen unnötig viel Nerven kostet. Das geht mir dann richtig gegen Strich. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Alles endet. Wenn du dies liest, sind wir tot. Wenn du dies liest, gehörst du zu den Asen, die uns letztlich erwischt haben. Wenn du dies liest, hast du mehr Neugier gezeigt als deine Asengeschwister. Wenn du dies liest, wisse, dass wir zwar versagt haben, aber andere geben wird. Wenn du dies liest, wisse, dass jede Herrschaft endet und alle Imperien untergehen. Wenn du dies liest, wisse, dass wir beide uns eines Tages in Helheim treffen werden. Und ich werde immer noch meine Magie besitzen und einen erbarmungslosen Hass auf dich und deine Art verspüren. Wow, geile Drohung, Leute. Geil. Da drüben ist ein Jahreszeitenhirsch. Komme ich da so irgendwie rüber? Ja, ja. Finde ich schön, so Quests, die man im Vorbeigehen lösen kann. Der Hirsch des Herbstes. Hey, wenn du mir nicht folgst, wäre das Herbste, was passieren kann. Herbst, kapiert? Ja? Toll, nein? Ja. Nein? Toller Joke, super. Hätte von mir sein können. Der war nicht gut. Nur ein Hirsch übrig. Danke für die Rettung der Welten und so. Ich hätte es ja selber gemacht und mit mehr Stil. Aber klar. Danke. Naja. Gern geschehen, wollte er sagen. Genau. Ich bin überrascht. Man könnte meinen, ein Hirsch würde aus Angst vor dir weglaufen. Du strahlst ja nicht gerade Ruhe aus. Och. Ich bin immer ruhig. Genau. Also ruhig in sich ruhend ist er meistens schon. Außer wenn man ihn aufregt. Och nee, und ich bin voll reingelaufen, ich Volltrottel. Und ich habe kaum noch Heilung. Das war ein richtig dummer Anfängerfehler. Das war zu vermeiden. Hier geht's übrigens zum Berserkerstein, ne? Was sonst? Schönes Vieh, guck mal. Es gibt mehr als drei Drachen hier im Tal, das hätte ich nicht gedacht. Letzte Folge hieß ja Drachenjagd. Weil ich im Glauben war, wir hätten den letzten Drachen erledigt. Pustekuchen. Mit diesem Drachen kommen wir nicht weiter. Achtung!
Der Speer ist tatsächlich nicht die beste Waffe gegen Seder. Ja, erstmal muss ich überleben. Er lebt ja immer noch. Ja, genau. Ach Leute, was eine Scheiße. wisst ihr? Solche Folgen muss es auch mal geben. Wir können nicht einfach einen kompletten God of War Ragnarok Durchmarsch machen. Dann hätten wir auch auf leicht spielen können. Wir müssen ab und zu mal aufs Maul kriegen. Das ist normal. Wir checken jetzt mal, guck mal, jetzt haben wir volles Leben, das ist doch super. Wir checken mal die Gegend ab. Was ist hier, was sind hier unsere Möglichkeiten? Feinde töten, check. Dabei den tödlichen Drachenflammen ausweichen, check. Und der Rest ergibt sich. Ulbe, läuft! Mit dem Drachen hier kommen wir nicht weiter. Achtung! Vorsicht, links! Ist vorbei, Mimi, alles gut. Wir müssen die Säule zerstören. Erwischt! Ja, erstmal den Scheißtyp. Säule zerstören. Wie sind die? Wie? Ja, 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 das ist eine gute Idee. Wo ist mein Speer? In meiner Hand. Stirb! Über dir, Vater! Hä? Ja, da ist ein Drache, habe ich gesehen. Okay, geht's direkt in den Drachenfight, wenn wir die Säulen platt gemacht haben. Die Säule auch zerstören. Mhm. Vorsicht, rechts! Irgendwie sind die teilweise von ihren Sprachkommandos ein bisschen retarded, habe ich das Gefühl. So. Ah, okay. Ah. Der brennende Himmel. Es gibt für meinen Geschmack einen Tick zu viele Drachen hier in dieser Gegend. Einen Weg ins Versteck des Drachen finden, ja. Gut. Lief doch gar nicht so schlecht. Da können wir mit dem Boot jetzt langfahren. Ja, und wir können hier rüber, okay. Berserkerstein ist in die Richtung, aber erstmal Gegend erkunden, das hat Priorität. Das fühlt sich näher. Wir nähern uns der Quelle. Quelle von was? Habe ich was nicht mitbekommen? Die Quelle des... Interessant. Ich höre zu. 5 Stunden nach Norden. 2 Stunden östlich. Sie sagten, ich würde dieses Tal finden. Ein neues Zuhause. Nach den Arsen meines Zerstörten. Also, was ist passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, ich wollte ein neues Leben. Hast du irgendwas gesehen, das uns helfen könnte, die andere Stundenglashälfte zu finden? Da waren 3 Wasserfälle. Ich weiß noch. Ich wünschte mir, in ihrer Nähe zu leben. Die Stundengläser. Von den Passen vertriebener Geist. Odin muss wirklich wütend gewesen sein, als Freya ihn verlassen hat. Odin würde niemals aufhören. Deshalb hat er Thor hierher geschickt. Und was ist mit Faye? Hat sie Thor herausgefordert? Oder Odin? Wer weiß. Aber die Wahrheit war. Ein Kampf komplett auf Distanz ausgeführt. Ich komme da ja gar nicht rüber. Ah ja. Ein lustiger Trick.
Was verursacht dieses Beben? Der Drache war es ja jetzt offensichtlich nicht, ne? Vielleicht ein Riese? Ein Vergessener? Oder wie heißen sie? Diese Golems? Das könnte sein. Und ein weiterer dieser Kristalle. Geht's runter? Ich dachte, also, hier geht's durch. Nee, ist nicht so. Hier geht's lang. Nee, auch nicht. Wir müssen da runter. Okay. Wir gehen voll tief ins Gebirge rein jetzt hier. Da führt der Questmarker rein. Eine große Kreatur, hey, definitiv. Pass bei diesen Wänden auf meinen Kopf auf. Wir werden es gleich sehen, was es ist. Immer vorsichtig mit dir. Oh ja, immer so feinfühlig. Ob das diesen Tunnel beim Passieren zerstört hat, muss es groß sein. Hm. Die Größe ist egal. Jede Kreatur hat eine Schwäche. Die kann man aber nicht immer nutzen, meiner Meinung nach. Plötzlich so ruhig. Es ist plötzlich so ruhig, weil etwas unsere Aufmerksamkeit bekommen hat. Greift an! Felsenkiefer. Noch ein Landdrache, okay. Muss hier ein Drache sein. Klar, was sonst? Das Beugner. Nein, nicht rumdrehen. Ich muss erstmal meine richtige Waffe ziehen hier. Weg von hier! Jetzt. Ja. Sehr gut. Und ran an den Feind. Au, du Mistvieh. Der Speer ist einfach die Waffe gegen das Ding. Was nutzt dir ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt? Das stimmt, das ist eine gute Frage. Au. Stirb, Felsenkiefer. Das war der letzte Landdrache, oder? Ach nee. Drei von drei. Mehr gibt's nicht, Leute. Wir hätten in diesem Teil mit so einer Bestie rechnen müssen. Tja, immer das Unerwartete erwarten, oder? Ich hoffe nur, dass dieses Geschüttel damit ein Ende hat. Vielleicht wird vermutlich. Ja ein netter Ort zum Niederlassen. Ach ja. Hier, Freunde. Letztes Mal habe ich hier noch den letzten Amulettzauber freigeschaltet. Genau. Da können wir mal gucken. Wir haben ja aktuell zwei etablierte Sets, die ich auch ganz gerne mag. Ausweichen in letzter Sekunde verstärkt Kratos nächsten Angriff. Und der Setbonus vom Sword Alfheim Set ist Betäubungsschaden basierend auf Kratos Abwehr. Die Abwehr ist recht hoch bei uns, deswegen machen wir guten Betäubungsschaden eigentlich am laufenden Band. Da wir das mittlerweile so sehr gewöhnt sind, würde ich das ungern weglegen. Wir können hier noch einen dritten neutralen Zauber einlegen, vielleicht.
Der bringt uns natürlich nicht so viel hier, der stärkere Regenerationsessenz, weil wir dafür die Anforderungen nicht erfüllen. 170 Vitalität bräuchte man dafür. Das ist extrem. Also gucken wir hier auf Ahers Rüstung. Sehr hohe Glückschance auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Tötung durch Runenangriff. Ich weiß nicht, wie oft wir es schaffen, durch einen Runenangriff Gegner zu töten. Aber einen Gesundheitsschub, ja, aber das ist eine Glückschance. Das ist also sehr unwahrscheinlich, mag ich nicht so. Durch das Treffen betäubter Gegner werden Schockwellen ausgelöst und es besteht die Chance auf eine Erhöhung von Stärke und Betäubungsschaden. Das hört sich doch sehr gut an. Lass uns das mal ausprobieren. Wir machen sehr oft, wir haben sehr oft betäubte Gegner. Wir haben sehr oft Tötungen von betäubten Gegnern. Und die Schockwellen erhöhen das Ganze noch und es verstärkt die Stärke. Das alles könnte uns definitiv nützlich sein. Guck mal, wir haben Asgards Gerechtigkeit noch bekommen. Die ist ganz neu. Ja, wir können auch mal ein Asgard-Set machen. Erhöht den Schaden aller Waffenangriffe. Basierend auf der Abklingzeit. Jaja, ich habe das noch im Blick. Haben wir noch ein neues Amulett? Es gibt auch ein Muspelheim-Set, guck mal. Cool. Da haben wir bisher nur eins. Versteinerndes Andenken ist auch neu. Erzeugt langsam eine Schutzbarriere, die einen einzigen Angriff absorbiert. Wenn die Barriere zerstört wird, stößt sie eine erschütternde Schockwelle aus, die Gegner in der Nähe betäubt. Allerdings brauchen wir dafür Abklingzeit 175. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spezialisierungen sind, die man vielleicht mit spezialisierenden Rüstungen dann auch erhält. Ich wüsste nicht, wie ich sonst auf 170 Vitalität kommen soll, ehrlich gesagt. So. Das war jetzt summa summarum der vierte Drache, ne? Und es gibt noch mindestens einen weiteren. Die Heilung brauchen wir nicht mehr. Gibt es irgendwo noch Kristalle an der Wand? Oder einen Raben? Da ist tatsächlich ein Siegel. Das ist krass. Wo ist denn die Truhe dazu? Egal, wir können versuchen, das zu entzünden. Wobei ich da irgendwie nicht so gut drin bin in letzter Zeit. Eike. Funktioniert ja mal gar nicht. Sorry, Leute. Kriege ich nicht entzündet. Ich weiß gerade nicht, wie. Ich kriege das heute irgendwie nicht gebacken. Diese Dinge zu entzünden. Das macht mich kirre gerade. Ja, das ist gut. Gehen wir hier mal durch. Ja, okay, das war unnötig. Kristalle. Ach so. Noch einer dieser geheimnisvollen Kristalle. Okay. Mir lässt es natürlich im Nachhinein keine Ruhe. Ich würde diese Flamme so gern entzünden. Aber ich steige gerade nicht hinter das System. Noch mehr Gedichte. Entzündet. Ey. Gedichte lesen. Wollen wir? 11 von 14. Ist ein kurzes. Eine Geschichte aus dem Norden, die dem Dichter quasi überliefert wird und von ihm veredelt wurde. Stolzer Ahorn weint. Ein Patt, drei Männer fallen. Der Wind zieht weiter. Stolzer Ahorn weint. Keine Ahnung. Ich weiß gerade keine Verbindung mit Ahorn. Die letzten Gedichte sind sowieso sehr kryptisch gewesen. Ich hatte keinen Plan, zu was die gehört haben. Guck mal, wir kriegen hier eine Erhöhung. Vielleicht kommt... Okay.
Vielleicht kriegen wir doch Zugriff auf die Truhe. Auf die Flamme. Das Ding geht nur mit der Mutterwurzel kaputt. Da hoch. Ja. Das können wir lösen. Hi. Ja, geht. Vielleicht gibt es zwei Mutterwurzeln. Die werden leider echt schnell ausgelöst. Waffe. Ja, schieß, komm. Danke. Mhm. Gelungen. Nochmal schnurstracks zurück, bevor ich es vergesse. By the way, wir finden immer mal wieder diese Bestien. Diesen Bestien-Loot, sag ich mal. Bestien-Fetzen, Bestien-Gebeine und so weiter. Damit können wir Atreus Beschwörungsattacken. Und ich weiß nicht, ob es nur seine Beschwörungsattacken sind. Seine Spezialattribute, sagen wir es mal so. Verbessern. Seine Talismane, seine Accessoires, das war's. Die kann man damit verbessern. Das habe ich auch off-cam gemacht. Das heißt, seine Runenexplosionen und so weiter sind jetzt auf Maximum. Skillt. Nur, dass ihr das auch mal erfahren habt. Ihr müsstet ja sowas nicht unbedingt sehen. Ich kann es euch ja genauso gut erzählen. Dadurch ist natürlich Atreus im Kampf nochmal ein ganzes Stück effektiver. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ah. Die Ecke war das, ja. Okay, hier können wir durch. Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Ein bisschen Geld. Da geht's runter. Alles klar. Sieh dir das an. Was? Willst du mal reinspringen? Was? Ein Wunschbrunnen? Das ist ja unglaublich. Damit habe ich nicht gerechnet. Was wir hier wohl machen können? Umskillen vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Irgend sowas wird der machen. Gucken wir uns das Gewässer mal näher an. Wir können nicht rein. Den Brocken können wir nicht kaputt machen. Es geht nicht. Ich kann hier keinen. Den kann ich kaputt machen. Ah, wieder ein Kristall. Behalt ihn am besten, bis wir wissen, wozu er gut ist. Jo. Okay, man kann sie kaputt machen. Nur den nicht. Der geht wirklich nicht. Guck mal. Kann nicht schießen. Wieso denn nicht? Vielleicht, wenn ich direkt davor stehe. Okay. Hat der See auf die Zerstörung des Kristalls reagiert? Es scheint so. Die Lande von Vanaheim sind auf jeden Fall lebendiger als die anderer Welt. Ja. Vielleicht ist er froh, dass der Kristall weg ist. Als wollte der Zeichner seinen Kristall reinwerfen. Ja, ja. Ach, Leute, jetzt lasst mich doch selber mal auf die Idee kommen. Die kauen einem auch wirklich alles vor. Komm, wir werfen mal einen Kristall rein.
Ein Bauchpanzer. Oha. Steinregen. Sternenregen-Bauchpanzer. Eine Rüstung, die aus den in Vanaheim-Krater gefundenen Kristallen gefertigt wurde. Der Schmied hat das Material auf beinahe unmögliche Weise bearbeitet, um ein wirklich einzigartiges Stück zu erschaffen. Was kann das? Reduziert erlittenen Schaden deutlich, wenn ein Runenangriff oder ein Reliquie eingesetzt wird. Was? Übel? Senkt aber deutlich die Stärke und noch mehr die Abklingzeit, die ja dafür wichtig ist, ne? Vitalität wird erhöht. Das ist ein geiles Stück. Da können wir auf jeden Fall in Zukunft. Wow, es hat geklappt. Da hat uns auch was geschenkt. Hm? Wow, die Ausrüstung wird nützlich sein. Und Kristallscherben. Wir werden sicher für jeden belohnt, den wir zum See bringen. Guck mal, wir kriegen Kristalle. Gut, dass wir schon einige Kristalle gesammelt haben. Die besser werden, wenn wir sie ins Wasser schmeißen. Alter, wie cool. Kann ich hier mehr reinwerfen? Ja, guckt hier. Gereinigter Kristall, Herstellungskomponente. Und wie viel Hacksilber gab es gerade? 17.000? Weil ich einen Kristall da reingeworfen habe. Wir können das komplette Set anlegen, genau. Nee, es fehlt noch der Hüftgurt. Für den Sternregen. Und ein neues Amulett. Himmlisches Allheilmittel. 25% Widerstand gegen alle Statuseffekte. Auch geil. Lass uns das mal einsetzen. Da sind wir gerüsteter gegen alle möglichen ätzenden Zustände. Es gibt sogar neue Speerzusätze, neue Waffenzusätze. Guck mal, neue Schwertknaufe. Schafft der flüchtigen Macht mit Elementarsog. Belegte Speere verursachen erhöhten Nahkampfschaden, aber das entzogene Element schwindet nach gewisser Zeit. Die Chaosklingen. Knäufe der brennenden Eintracht erhöht den zugefügten Brandstatus um 15%. Krass. Und die Aufladung der Verbrennungsfähigkeit bei Treffern gegen einen brennenden Gegner. Nice. Die können wir alle mal einsetzen vielleicht. Runenhagelknauf. Sieht cool aus. Leider habe ich letztens erst den Knauf hier verbessert. Moderate Glückschance auf einen Runensegen, wenn ein gefrorener Gegner getroffen wird. Cool. Ah, krasser Kram. Wir können aber nichts mehr hier reinwerfen. Vielleicht von der anderen Seite? Nee. Das wird keinen Sinn machen. Krass. Jungbrunnen. So, die Kiste haben wir gelootet. Und hier geht's weiter raus. Ist noch ein Kistchen? Faszinierend. Aber wir können wirklich nichts mehr reinwerfen. Ah. Frühling, Wiedergeburt, Erneuerung. Schön. Nebenquest erfüllt. Ich hab den Duft dieser Blumen vermisst. Tut mir leid, Kleider. Komm einfach endlich zurück. Sehr schön. Es gibt sicherlich einen Haufen Erfahrungspunkte und wer weiß, was noch für eine Belohnung. Das waren dann alle. Meinen Glückwunsch. Du hast die 9 Welten vor dem Tod durch Überwucherung gerettet. Und du hast mir auch den Arsch gerettet, obwohl es wirklich Bitterkeitsschuld war. Das war nicht der Plan. Ich nehme, was ich kriege. Faye erzählte mir einst von Dane, dem Hirsch des Frühlings. Sie nannte ihn den Toten, da die Jahreszeit der Wiedergeburt niemals beginnen kann, ohne dass der Tod sie anführt. Der Gedanke spendet mir Trost, wie sie es sich gedacht hatte. Sehr gute Arbeit. Ja. Wir könnten bei Ratatösker vorbeisehen, wenn wir Zeit haben. Das machen wir auf jeden Fall. Ganz viele bunte Blätter hier. Jetzt suchen wir erstmal einen Weg hier raus. Wir haben noch so viel zu tun. Auch hier im Krater haben wir schon so viel zu tun. Hier geht's raus. Wir haben noch 2 große Hauptaufgaben. Eigentlich 3.
den Drachen töten. Hoffen, dass es dann der letzte war. Den Berserkerstein ausprobieren. Nicht gesagt, dass wir es schaffen, ihn zu besiegen. Und die Nebenquests hier noch machen. Aber der Jungbrunnen ist echt super faszinierend. Krass. Krass, krass. Jetzt geht's hier noch raus. Gucken wir mal, wo das hinführt. Mit ein bisschen Glück vielleicht doch noch zu diesen Truhenmarkierungen. Noch eine Skizze von Dvali. Du hast sein Gewissen erwähnt. Ja, er hat... Ja, ja, ja. Das ist eine Quest, die wir von Anfang an des Spiels nahezu haben. Das ist wirklich eine ganz wichtige Hauptquest. Es kann sein, dass wir dadurch eine krasse Waffe kriegen, Leute. Wir sehen, dass die Asen mit seinen mächtigen Waffen wahrscheinlich Zwerge töten würden. Deshalb hat er seine Entwürfe überall verstreut. Und dann? Dann hat der Allvater davon erfahren. Er war gar nicht begeistert. Faszinierende Sache auf jeden Fall. Ja, wir kommen langsamen Schrittes, Stück für Stück voran, hier im Krater. Und eines schönen Tages werden wir dann auch hinter uns lassen können, wenn wir dann hier alles zu Genüge erledigt und ausgekundschaftet haben. Aber noch sind wir nicht am Ende angelangt von diesem Gebiet. Wohl aber am Ende dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. War mir eine Freude wie immer. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und bleibt gesund.